So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Wir machen uns mit dem Zeug, was wir so haben. Haben wir eigentlich noch Duftzweige? Ja, wir hätten noch einen. Wir kriegen aber, glaube ich, noch einen mindestens. Machen wir uns jetzt wieder auf den Weg zur Dragon's Peak. Das Gebiet habe ich ja in der letzten Aufnahmesession mit euch geklärt zusammen. Also habe ich den langen Weg gezeigt, den man ja in Scholar of the First Sin nicht mehr unbedingt gehen muss, weil die Leiter von vornherein runtergelassen ist. So, aber das Erste, was wir machen, bevor wir weitergehen, ist versuchen, an das Zeug da zu kommen. Nein, das hat nicht geklappt. Ich habe zu früh losgelassen und bin jetzt runtergefallen. Ah, das ist halb so wild. Es sind eh nicht viele Seelen. Und zweitens müssten die eh gleich wieder hier rumliegen. Genau. So, kurz nach der Brücke. Das war zu spät. Naja, wir probieren das so lange, bis es klappt und dann werfen wir einmal Menschlichkeit ein. Mehr als auf 50% können wir ja gar nicht runterfallen. 50%. So. Und wir haben es geschafft. Ja, für eine Seele eines großen Helden hat es sich rentiert. Ja, ich will hier auch raus. Also zurück zum Leuchtfeuer. Dort werfen wir mal kurz Menschlichkeit ein. Wir haben ja genug. So, und jetzt kommt einer der garstigsten Orte. Einer der schönsten und gleichzeitig garstigsten Orte im Spiel. Wobei nichts den Schrein von Amana toppen kann. Na, mal kurz gucken, ob wir nochmal vom Forlorn invasiert werden. Sieht bis jetzt aber nicht danach aus. Der hat uns ja gemeinerweise getötet, der Forlorn. Nachdem uns vorher ein Spieler getötet hatte. Und ja, die drei großen Drachen, die wir spawnen leider nicht. Dafür fliegen ziemlich viele in der Luft herum, denen wir zum Glück egal sind. Ja, wenn ich mir überlege, wo wir überall jetzt langgelatscht sind, nur um hier rüber zu kommen. So, jetzt gehen wir über diese sehr vertrauenswürdig aussehende Hängebrücke. Man merkt schon, der Wind setzt uns zu. Unter uns geht's tief in den Abgrund. Die Brücke ist auch nicht gerade sicher. Wow. Okay. Das hatte ich auch noch nie erlebt. Gut. Ich glaube, ich habe mir zu viel Zeit mit dem Rübergehen gelassen. Ich hätte einfach zielstrebig rüberrennen müssen.
Die Brücke ist hoffentlich wieder da, sonst habe ich ein Problem. Ja, sie ist wieder da. Seen einsammeln und dann nochmal das Ganze. So, einfach zielstrebig geradeaus, bevor uns einer von den Drachen bemerkt. Ach, und wir beim Drachenschrein endlich ankommen. So, erster Schritt. Kavum. Unser besonderer Freund taucht wieder auf, nur dass er dieses Mal nicht so groß ist. Ja, hallo. With a photo of this dreadfully twisted world. Peace grants men the illusion of life. Shackled by falsehoods, they yearn for love, unaware of its grand illusion. Until a curse touches their flesh. We are bound by this guilt. As true as the dark that towers within men. Also ja, er redet von dem Fluch, von einer Illusion und von der Finsternis in den Menschen. Also der Dark Soul. All men trust fully the illusion of life. But is this so wrong? A construction of a facade, and yet a world for the warmth and the scandals. Now, hello. Are you intent on shattering the yoke? Spoiling this wonderful fortune? Wollen wir der Lüge ein Ende bereiten? Ich sag einfach mal ja. I am Olya. I sought to shed the yoke of fate, but failed. Now, I only await an answer. Seek the throne. Seek light, dark, and what lies beyond. Yep. Gut, wir können das Leuchtfeuer entzünden. Also, er hat sich uns endlich vorgestellt. Er ist Aldia. Der Scholar of the First Sin, also der dieser Edition den Namen gibt. Und wir sind durch sein Schloss oder seine Burg hierher gekommen. Seine kleine Festung da, in der er Experimente an Drachenknochen und Riesen vorgenommen hat. Und hinter der halt der Drachenhorst und das Drachenheiligtum liegen, durch die wir jetzt marschieren. Ja. Er hat gesagt, er hat versagt darin, die Illusion zu brechen, die das Leben mit sich bringt. Und hat gefragt, ob wir jetzt die Illusion brechen wollen. Und jetzt haben wir einfach mal ja gesagt und gucken, was passiert. So, hier werden wir begrüßt von Drachenwächtern und einer großen Drachenwache. Das hier ist nämlich eine Art Prüfung für uns. Und ich muss leider sagen, mein Speer macht nicht so viel Schaden an der Wache, wie ich es gerne hätte. Dafür komme ich mit dem Speer hier ziemlich viel besser klar als mit dem Schwert. Muss ich ehrlich zugeben. So, die Jungs wagt es ja nicht. Also wir werden sie nicht angreifen. Denn die sind im Gegensatz zum Original Dark Souls 2 friedlich. Die wachen nur hier und sorgen dafür, dass wir die Prüfung auch wirklich durchstehen, die auf uns wartet. Wobei die Prüfung hauptsächlich daraus besteht, solche Drachenwächter, wie gerade eben, zu besiegen. So, Maske des Urteils. Was war das nochmal?
Ach, das Zeug hier, das Velka-Zeug, was der Absolutionspriester in der Lichtsteinbucht trägt. Ein Gewand, das eine uralte Göttin ehrt, also Velka, wie ich gerade schon gesagt habe. Die Sünde galt als ihr Gebiet, doch der Name der Göttin ist schon lange vergessen. Man weiß nur wenig über den Zweck dieses Gewands. Es ist lediglich bekannt, dass es von einer Person mit enormer Macht getragen wurde. Ja, man könnte davon ausgehen, dass das Oswald aus Karims Ausrüstung ist, die wir da netterweise gefunden haben. Weil der andere Absolutionspriester trägt ja sein Zeug noch. Und sieht ein bisschen menschlicher aus. So, ein paar Asketenleuchtfeuer. Hier ist nichts mehr sonst. Und ja, im Allgemeinen ist der... ist das Drachenheiligtum hier ziemlich kurzes Gebiet, jedoch ziemlich schwierig, nämlich dank, vor allem dank ihm hier. Oh, er hat nämlich die große Keule und mit der hat er ziemlich was drauf. Wir dürfen uns jederzeit zurückziehen, aber wir dürfen nicht durch den Torbogen latschen. Au. Genau sowas könnte passieren. Wenn wir nicht aufpassen. Dieser Drachenritter hier, oder Drachenwächter, ist der schlimmste in der gesamten Gegend. Also wir werden insgesamt 4 Stück begegnen und er hier ist wirklich der Schlimmste. Er hier ist der Einfachste. Auch wenn er einen magischen Angriff hat. Den er zurzeit ziemlich gerne benutzt. So. Ist er jedoch ziemlich einfach zu besiegen. Er ist wie gesagt am schwierigsten, außer wir bedienen uns der Treppe als Hilfestellung. Genau, man sieht, wie oft er zuhauen kann. Und wie gut er im Wegrennen ist. Und ich sollte lieber mein Schild oben halten. Genau, so kann ich die Treppe als kleine Hilfestellung nutzen. Und ich hatte ja eigentlich was vergessen. Ich wollte ja nochmal versuchen, an den Gegenstand unten im Loch ranzukommen, am Heiligen Grab. Das können wir allerdings später probieren. So, wir könnten theoretisch hier jetzt durchgehen. Lügner aber Loch voraus. Oder erstmal hier weitergehen. Zur nächsten kleinen Nebenabzweigung. Im Original Dark Souls 2 war dieser Tempel übrigens vollgepackt mit Hurra für Schatz. Vollgepackt mit solchen Kriegern da. Wobei es hauptsächlich Schwertträger waren. So, ein Pfahlstein. Und da drüben sehen wir schon den nächsten mit einem großen Schwert. Und wem es noch nicht aufgefallen sind, dass hier sind 1:1 die gegnerischen, also die Gegnerdesigns aus Heides Flammenturm. Also die alten Ritter sind hier jetzt Drachenwachen. Oder Drackenaufseher. Weil hier haben wir jetzt das, zum einen das Drackenaufseher Großschild gekriegt. Was ziemlich nice ist eigentlich. Wir können es ja mal kurz mit unserem Schild vergleichen.
Also abgesehen von Feuer ist es besser, hat weniger Haltung. Was ja jetzt nicht so das Problem ist. Wiegt aber 3,5 Kilo mehr. Sieht aber ziemlich nice aus, muss ich ehrlich zugeben.